Herzlich willkommen im Mendelssohn-Haus Leipzig, im Musiksalon auf historischem Parkett. In diesem Raum wurde vor 170 Jahren Musikgeschichte geschrieben. Hier lebte und arbeitete Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier fanden die berühmten Sonntagsmatineen statt mit Gästen und Künstlern aus ganz Europa. Man kam zusammen zur Musik, aber auch zum Gespräch und zum Austausch. Themen gab es unendliche. Mendelssohn war Genie, Komponist, Pianist, Dirigent, Maler, Literat, manche sagen sogar Kulturpolitiker. Jedenfalls war Mendelssohn ein Mittler zwischen den Kulturen und ein Europäer par excellence. In dieser Tradition soll unsere neue Reihe Salongespräche stehen. Die Präsidentin der Mendelssohn-Stiftung lädt ein zu Gesprächen im Geiste Mendelssohns. Lob der Einsamkeit heißt das Thema der heutigen Premiere. Über das Alleinsein in der Kunst sprechen Elena Baschkirova und ihre Gäste Michael Naumann und Rolando Villason. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen in diesem Salon. Also Patrick Schmeling hat jetzt schon eine wunderbare erste Worte gesagt, und jetzt, wir können jetzt praktisch direkt zu unserem Thema. Und vor allem, ich wollte nur sagen, dass ich bin sehr glücklich und froh. Ich bin auch sehr stolz, dass ich dieses Gespräch machen kann und dass wir diese Reihe jetzt machen. Ich glaube, das ist ein großes Glück, dass wir wunderbare Gäste haben. Die Reihe ist wichtig, ich glaube, weil in unserer Zeit haben wir ein bisschen aus unserem Leben verloren, dieses Gefühl, diese Kulturen miteinander zu verbinden. Jeder ist für sich, jeder ist seine Schublade, ob das die Schriftsteller oder Journalisten oder Maler oder Schauspieler und Musiker. Bei Musikern, ich weiß das besonders, wenige lesen, wenige gehen ins Theater und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel im Konzertsaal, trifft man auch wenig andere Kulturträger, sagen wir, man trifft wenig Philosophen oder Maler in Konzerten, weniger als es sein sollte. Und überhaupt keine Politiker. Das sowieso nicht, also davon reden wir heute nicht, das ist eine Thema, eine bittere Thema. Eigentlich schon, Frau Merkel war immer dabei. Sie war da, bei deinen Konzerten vielleicht, aber sie war auch eine Ausnahme. Aber sonst, ja, ich glaube, von den jüngeren Politikern kriegst du keine dort. Und ja, aber wir wollen jetzt keine Kritik machen und über Politik nicht sprechen. Unser Thema ist heute diese interkulturelle Beziehungen zwischen Menschen, die vielleicht ganz unterschiedliche Perspektiven haben, aber trotzdem über Kunst und Kultur zusammenreden. Und das ist jetzt zum Beispiel, ich wollte vorstellen, das ist Michael Naumann, Sie kennen ihn, Michael Naumann war erster Staatskulturminister. Damals war überhaupt kein Kulturministerium. Und naja, also die englische Presse hat gesagt, der erste seit Goebbels. Sie haben so recherchiert, die Engländer, Sie haben recherchiert, das ist nicht richtig. Der hieß in Wirklichkeit Rust, aber das... Er war Propagandaminister, kein Kulturminister. Genau. Also das ist nicht das, also wir werden wir nicht sagen. Und dann, das ist wichtig zu wissen, dass es, weil wir ein Kulturgespräch haben, Kulturminister, ein fantastischer Journalist mit großer Fantasie und wunderbarer Schriftsteller und auch ein großer Verleger. Und ich weiß nicht, es gibt so viele andere Sachen, die du im Leben gemacht hast, aber die sind alle mit Kultur verbunden. Und das ist sehr wichtig. Und wir haben hier natürlich, wie heißt du? Rolando. Ah, ja, ja.
Rolando Villazón. Denn man kennt ihn nicht. Man kennt vielleicht einen Tenor von diesem Namen. Aber dieser Mann, das ich hier habe, ist ein Schriftsteller. Er hat 3 Romane veröffentlicht. Die letzten im Rowohlt Verlag. Ja, die sind alle. Alle im Rowohlt Verlag. Ja. Das war aber der Verlag letzten, von Herrn Naumann. Ich will das nur sagen, das ist noch Naumann ganz frisch, Verlag. Man kann es kaufen. Genau. Und der Rowohlt Verlag stammt aus Leipzig. Das wissen die wenigsten. Die meisten Verleger überhaupt. Ja. Also, das ist ein Schriftsteller, Rolando Villazón. Der ist auch ein fantastischer Intendant von Mozartwoche in Salzburg, wo ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, was ein fantastischer Intendant sein soll. Es ist eine wirklich fabelhafte Arbeit, was er dort leistet. Er ist ein Regisseur, Opern, macht wunderbare Opernregie und malt absolut fantastische Bilder, auch manche Karikaturen, aber er kann sofort etwas malen und ich habe von jeder Inszenierung, was du gemacht oder mitgewirkt hast, hast du eine fantastische Bild gemacht. Ich habe ein paar zu Hause und ich finde das absolut genial. Und. Also das ist, was man sagt, so ein Renaissance-Mensch. Ein bisschen so im mendelssohnischen Sinne. Also jemand, der wirklich, der sprengt die Grenzen von Möglichen. Und beide sind so. Und ich glaube, das liebe ich genau, gerade das. Ich glaube, er spielt besser Fußball als ich. Vielleicht du nicht. Kannst darüber reden. Du bist vielleicht reden, du kennst Bundesliga und alles das. Ja. Okay, also jetzt haben wir alle vorgestellt. Noch ein paar Worte zum Thema. Erstmal dieses Thema Lob der Einsamkeit. Also das Bild dazu kennt jeder hier. Aber trotzdem, mehr brauchen wir nicht zu reden. Mehr brauchen wir nicht zu reden. Das ist das Bild. Und das ist der ganze Geist von diesem Thema ist auf diesem Bild. Trotzdem, ich möchte jetzt nicht vom 19. Jahrhundert reden, sondern nur einen kleinen Ausschnitt lesen von einem Gedicht, das ich sehr liebe. Also die russischen Leute kennen dieses Gedicht sehr gut, aber hier ist es, diese Dichterin ist nicht bekannt, sie heißt Bella Akhmadulina. Und sie lebt nicht mehr, sie war eine der größten Dichterinnen ihrer Zeit. Und dieses Gedicht war in 1959 geschrieben. Also die Lob der Einsamkeit ist nicht unbedingt Thema von 19. Jahrhundert, sondern es ist jetzt auch hier. Ja. Die Einsamkeit hier gerade jetzt ist ein besonderes Thema. Trotzdem, ich lese jetzt ein paar Worte. Es ist eine Übersetzung. Auf Russisch klingt das unglaublich schön. Ich bin nicht so sicher, dass die Übersetzung dem Gedicht also richtig gleicht. Aber trotzdem, ich lese diese paar Worte und dann können wir wirklich unsere Diskussion anfangen. Du Einsamkeit, so unerbittlich bist, so eisern setzt du deinen Eisenzirkel. So kalt den Kreis um mich endgültig schließt und die Anrufungen lässt auf dich nicht wirken. So rufe mich, erweis mir deine Gunst, dein Liebling werde ich, die Auserwählte. Ich suche Trost und wir umarmen uns. Ich tauche ein in deine blaue Kälte. Auf 10 Spitzen da in deinem Hain, den Baumkronen stecke mich entgegen, ich tauch mein Gesicht ins Grüne ein und das Verlassensein empfinde ich als Segen. Das ist alles. Also es gibt sehr viel von diesem Gedicht noch, aber diese Verlassensein empfinde ich als Segen, das davon können wir reden. Eine kleine Bitte. Ja. Kannst du ein paar von diesen in die Original, ja, dann können wir die Originalmusik hören, O одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным.
Так призови меня и награди. Твой баловень, обласканный тобою, утешусь, прислоняясь к твоей груди, умоюсь твоей стужей голубою. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста, найти листву и поднести к лицу и ощутить сиротство как блаженство. Das klingt besser, ja. Also, jetzt, ich glaube, können wir wirklich, ich kann euch natürlich Fragen stellen und ich, wir fangen an mit Professor Naum zum Beispiel als Kulturminister damalig und auch in allen möglichen Fähigkeiten. Hast du je die Macht als Einsamkeit empfunden und inwiefern? Macht macht einsam, sagen wir so. Ja, das ist eine Romantisierung. Ja. Tatsache ist, wirklich einsame Politiker sind die Abgewählten. Und das geht, kann sehr tief gehen, kann auch sehr komisch sein. Apropos, wenn ich kurz abschalten darf, die Vorstellung, in diesem Haus zu sitzen, in einem Salon, der im Grunde genommen die Emanzipation der Frauen im 19. Jahrhundert mit befördert hat, ist verblüffend für mich. Und wenn du hier schon Gedichte vorliest, ja. Es gab auch damals lustige Phasen. In Jena saß, glaube ich, die Frau von Schlegel mit einigen anderen und sie lasen sich gegenseitig die Glocke von Schiller vor und sind dabei, wie Frau Schlegel später schrieb, vor Lachen vom Tisch gefallen, vom Stuhl gefallen. Und in der Tat uns allen, die das noch lernen mussten, ist es genauso gegangen. Also in anderen Worten, einsam sind Politiker, die die Wahl verloren haben. Das kann komische Aspekte haben. Um ein Beispiel zu nennen, meine Nachfolgerin im Kanzleramt, Christina Weiß, gehörte mit zu den Verlierern der Schröder-Regierung, als sie abgewählt wurde. Und sie erzählte es völlig glaubwürdig, dass sie am nächsten Tag runtergegangen ist und ihr Auto gestiegen ist und sich hinten reinsetzte. Oh, einfach in der Annahme, dass jetzt vorne der Chauffeur losfährt. Den gab es aber noch nicht mehr. Und seitdem ist das große politische Leben, was ja einen ganz schönen Sexappeal hat, nicht nur der Dienstwagen, sondern eben auch das Gefühl von Macht. Das Gefühl von Macht manifestiert sich darin, dass wir als Politiker unser aller Geld, auch Politikerzahlensteuern, ausgeben können. So schwer es manchmal fällt. Aber prinzipiell kenne ich eigentlich keinen Politiker, der nach seinem Machtverlust glücklich und zufrieden davon geht, außer mich selbst. Das sage ich ganz offen. Ich war glücklich, ich hatte einen neuen Job, den ich seit meinem Kindesbein gewissermaßen angestrebt habe. Ich bin Chefredakteur der Zeit geworden. Schöneres konnte ich mir als Journalist eigentlich nicht vorstellen. Aber andere Politiker, von denen hörte man dann gar nichts mehr, die aber ganz großartig waren. Und sind die nun, wie zum Beispiel Antje Vollmer, wo ist sie? Was ist aus ihnen geworden? Und viele von ihnen sind in der Tat einsam. Und andere überbrücken diese Einsamkeit, indem sie das machen, was je höher sie gestiegen sind, umso leichter fällt, sie schreiben dann ein Buch oder lassen eins schreiben. Und verdrehen dann die Geschichte auf ihre jeweils eigene Art und Weise. Aber das gehört mit zum Spaß. Also in wenigen Worten, einsame Politiker kann man oft genug erleben, auch selbst wenn sie noch im Amt sind. Ob sie dann unglücklich sind, das ist die Frage. In diesem Gedicht wird ja Einsamkeit gelobt. Auch als ein Glückszustand. Als Segen, ja. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Liebesgedicht ist und vorangegangen ist. Nein. Eine unglückliche Affäre. Nein, ich glaube nicht. Ist da nicht von Verlassenheit die Rede? Verlassenheit von Freunden. Es spricht, dass die Zeit geht, die
Und mit der Zeit, mit diesem Zirkel, gehen die Freunde weg. Sie sterben oder sie gehen weg. Man bleibt alleine in der Gesellschaft. Ja. Und was bleibt, ist diese allein, was kann man alleine erleben? Und dann beschreibt sie weiter zum Beispiel, dass man, was uns bleibt, ist in diese Ruhe von Bibliotheken und die Musik im Konzerten. Und früher oder später, man kommt zu diesem Zufrieden mit sich. Jetzt noch eine Frage, ich wollte dich fragen, auch was zum Beispiel hast du diese Situation, du hast das genau geschrieben, dass du aus diesem, sagen wir, einsam auf weggehen, hast du einen Segen. Du hast dann, du warst dann plötzlich eine, genau, das war dein Glück. Ja, ja. Und das, du warst nie praktisch einsam. Das, ist, das war keine Einsamkeit. Und dass jemand, dass es mit dem, ohne Chauffeur ist, das ist auch nicht die Einsamkeit von dem Menschen. Ja, das ist keine existenzielle Einsamkeit, aber es ist doch ein gewisser Verlust an Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, ja. Aber ich glaube, das ist. Ja, und Rolando, und zum Beispiel bei dir, kannst du ein bisschen so schildern, was in welchen Situationen du diese Einsamkeit als Gutes. Ich liebe Einsamkeit. Ja, genau, als Gutes empfinde ich. Aber nein, ich liebe es persönlich, Einsamkeit. Aber man muss es balanciert sein mit einem reichen Sozialleben, in der Gesellschaft. Du bist ein Teil von einer Gesellschaft. Du hast Freunde, du hast Leute, die du kennst. Du gehst zum Arbeit. Und vielleicht sind nicht alle Freunde, aber du hast so diese reiche Kommunikation mit den Leuten. Und von das nimmst du, was das Leben gibt zu dir. Und dann würde ich sagen, ich komme aus Lateinamerika. In Lateinamerika einsam zu sein, allein zu sein, ist, die Arme, was ist denn los? Jemand, die isst allein in einem Restaurant. Ach, das ist so traurig, das geht nicht. Und das liebe ich, das habe ich hier in Europa gefunden, diese Wunder, allein, einsam zu sein. Wenn man allein ist, da gibt es ein poetische Geste, die nur erfindet wird, wenn man allein, oder du wolltest über allein und Einsamkeit, aber allein oder diese Einsamkeit, wenn du offen bist für was hier passiert, und du hast niemand mit dir. Und du hörst, du siehst. Und dann alles wird wie ein Buch, das für dich geschrieben. Aber nur dann, wenn du einsam bist. Kreativität kommt von Einsamkeit. Du kennst es als Musikerin mit deinem Piano. Du brauchst Einsamkeit, um diese wunderbare Beziehung mit deinem Instrument, mit dem Komponist oder Komponistin und mit der Musik zu bauen. Nur so kannst du dann zum Publikum gehen und dann die Vulkan zu werden. Also für mich ist diese Balance nur Einsamkeit ist vielleicht allein zu sein. Und ich wollte nur noch zwei kleine Sachen sagen zu diesem Thema. Zum Beispiel, Sie haben über Politiker, die sind nicht mehr da. Es gibt Sängern, Musikern, die sind nicht mehr da. Und ich glaube, es gibt viele, die sind glücklich oder glücklicher, als die anonym geworden sind. Dass diese Teil von dem Leben von vorne, von den Leuten und diese nicht privat, aber Public Figure zu sein, ist fertig. Und da die könnten einfach sitzen, schauen, zurück und so weiter. Das können sie aber nicht. Ich kenne viele, die können es. Es hat zu tun, ich glaube, und das ist etwas, man muss bereit für das sein. Das ist Einsamkeit, was es gibt auch zu uns, ist die Möglichkeit, Fragen zu bestellen. Und die wichtigen Fragen zu bestellen. Und es gibt niemand anders, das zu antworten, als du selbst. Mit alles, was du siehst, mit den Dialogen, die du hast, mit den Büchern, die du liest, mit was du denkst. Und die Antworten im Leben, wir wissen es, sind anders. Als wir 15 oder 20 oder bald 50 sind anders. Aber man muss die Fragen bestellen und die Antworten reagieren kann jeder. Wir sind so gemacht, biologisch so gemacht, zu reagieren wie jeder Tier. Aber antworten kann nur der Person, die findet Einsamkeit, um die Fragen zu bestellen
und eine gute Antwort in dieser Situation, wo du bist. Und um jetzt zu schließen, der oder die, der folgt diesem Weg im Leben, ich glaube, kann ganz glücklich irgendwann sagen, und jetzt, meine Damen und Herren, ich bin fertig von den, ich bin nicht jemand in den Augen von anderen, ich bin einfach jemand und ich mache in meine Zeit und wo niemand sieht mir, was ich möchte. Aber das kommt nur von diesem Prozess, das ist ein langer Prozess, glaube ich. Ich glaube zum Beispiel, ja, entschuldige. Nein, bitte. Das ist eigentlich eine wunderbare Definition der Möglichkeiten, die in Einsamkeit liegen. Aber ich glaube, mehrheitlich entspricht sie vielleicht künstlerischen Naturen, wie ihrer oder deiner. Ja. In Wirklichkeit zeichnet Einsamkeit im Deutschen gewissermaßen die Eskalation von Alleinsein. Allein ist man oft genug. Im Augenblick gibt es einen Bestseller auf der Spiegel-Bestsellerliste von Daniel Schreiber. Das heißt Allein. Und es ist ein faszinierendes, großartiges Buch eines Schulintellektuellen, der nur Pech im Leben hat oder viel Pech, bis er diesen Bestseller geschrieben hat. Und der sich durchs Leben durchkämpft allein, weil seine Beziehungen zu anderen Männern zusammenbrechen. Aus ihnen wird nichts. Und dann hat er sich schließlich hingesetzt und hat versucht herauszufinden, was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Dann kommen wir, um das mal statistisch anzufüttern, zu dem erstaunlichen Sachverhalt, dass 40% ungefähr aller Ehen in Deutschland geschieden werden. Es gibt eine Menge Leute in Deutschland, die sind wirklich allein. Mit unterschiedlichen Konsequenzen. Und normalerweise für die Frauen weniger lustig als für die Männer. Und dann gibt es natürlich den etwas philosophisch und intellektuell anspruchsvolleren Begriff der Einsamkeit. Ich habe mir überlegt, wann ist der Mensch wirklich allein und einsam? Nein, in den Stunden vor seinem Tod. Selbst bei der Geburt bist du nicht allein, logischerweise. Ist deine Mutter da. Und dann gibt es viele Lebenskrisen, die man selber bewältigen muss oder nicht kann. Oder die man dann auch bewältigt. Aber dann gibt es natürlich auch phasenweise Einsamkeit. Und dann muss man, ich persönlich bin da ganz ehrlich, das sind bei mir immer, ich werde jetzt 80, in meinem Leben die Momente gewesen, wo eine Liebe zu Ende ging. Und dann fühlt man sich wirklich einsam, wenn man das Gefühl hat, diese fantastischen Tage der Verliebtheit, dann auch der Routinierung, des routinehaften Zusammenlebens, die immer noch glücklich waren und dann aus irgendwelchen Gründen enden, das sind dann Momente, wo man eben nicht nur allein ist, sondern auch einsam. Und wenn man dann natürlich eine künstlerische Begabung hat und viele Schriftsteller, die ich kenne, sind in der Tat einsam. Und es gibt Schriftsteller, die haben aus ihrer Einsamkeit eine Karriere gemacht, wie Robert Musil, der jedes Kapitel bis zu 40 Mal umgeschrieben hat und nie fertig geworden ist und ein wirklich unglückliches Leben geführt hat. Dass aus solchem Alleinsein, respektive sogar Einsamkeit, ein großer Moment der Kreativität entsteht, das kann ich jedenfalls aus meinem Leben nicht berichten, aber ich bin auch kein Künstler. Ich schreibe über Künstler. Ja. Und das Schreiben über Künstler ist eine a priorische, wie er als Künstler ja wohl auch sofort sagen wird, a priori eine Gemeinheit, denn man kann sich niemals in den wirklich einen Künstler versetzen, wenn man nicht selber einer ist. Das ist meine feste Überzeugung. Und darum ist es für mich ein Privileg, hier zu sitzen und zu hören, Einsamkeit kann was Schönes. Nein, ich habe jetzt eine aus persönlicher Erfahrung, was diese Alleinsein und einsam zum Beispiel, dass du sagst, also mein Vater, der war so ein Mensch, unglaublich lebendig. Und wie du sagst, also er hat sich sehr oft verliebt. Das war so ein Mensch, der hat mir immer gesagt, als er 80 wurde, er sagte, ich lebe, solange ich Musik machen kann und mich verlieben.
Solange er sich nur in Mozart verliebt. Er war, nein, verlieben. Und dann, verlieben ist verlieben. Er hat sich verliebt und das war sehr, also wunderbar. Und er hat, er ist gestorben von Alleinsein, vor einem halben Jahr. Und das ist von dieser, das habe ich, das hat mir wirklich etwas, also erzählt diese Geschichte von einem Mann, der hat ihm gesagt, mir wird nichts passieren. Ich bin unantastbar. Ich kann, solange ich Musik machen kann, passiert mir nichts. Und das war ihm weggenommen. Und dann, wir kommen zu diesem Moment, also diese Einsamkeit bei älteren Menschen ist anderes natürlich. Er war plötzlich ganz alleine und konnte nicht mehr musizieren. Er konnte nur ein bisschen Klavier spielen, aber er konnte nicht mit Menschen, konnte nicht mehr unterrichten, konnte nicht mehr reisen. Und er ist wie eine Kerze ausgegangen. Das ist unglaublich. Das ist von Einsamkeit gestorben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und seitdem, ich denke sehr oft an diesen Zustand, wie viele Menschen, gerade die künstlerischen Menschen, die brauchen andere Menschen, um mit, zum Wirken, zum Sein. Und dann sowas passierte bei ihm. Und das? Ja. Ich glaube, wir kommen zu den Wie und Warum. Wie und warum treffen wir uns allein oder in diese Einsamkeit? Wenn es ist etwas, die wir nicht wollen, dann es kommt Schmerz mit das. Wenn es etwas, die wir wollen, da kann auch Schmerz geben. Aber dann gibt es so vielleicht ein Ziel. Vielleicht ist nicht die richtige Ziel, aber es gibt einen Weg. Es gibt so ein eine Richtung, die, oh, etwas, die wir suchen. Und es gibt auch die Leute, und ich sage es auch als Beispiel, die, man sucht diese Einsamkeit in Momenten. Deswegen sage ich, es ist ein Balance. Und ich glaube, wir sprechen über allein, einsam zu sein, aber es gibt noch ein Wort, ich weiß nicht, ob auf Deutsch ist es, isolated, isoliert zu sein. Isoliert. Und diese allein und einsam, die hat Schmerz, ja, ist genau, genau. Das wo du alle Türen sind geschlossen. Und was wir reden, Lob der Einsamkeit, was ich denke, ist es eine Einsamkeit, die macht Türen auf. Und die macht Türen auf, drinnen von uns selbst. Ich glaube, es ist möglich, und ich bin sicher, es ist möglich, dass wir in dieser Einsamkeit, auch ohne Leute, wir finden eine Welt. Und das noch einmal, die poetische Geste, die philosophische Antworten und diese Humor. Die Humor wie von E.T.A. Hoffmann, die Humor von der von Mur, wie heißt das, Katermur. Diese Humor von Kreisler, der spricht, das ist existenzielle und das hat zu tun mit, wie ich diese Welt ich sehe, diese Leute, die ich habe von mir, was macht mit mir, wenn ich einsam bin und welche sind die Antworten, welche ist die Ironie, die dabei ist und welche ist natürlich auch die Traurigkeit, in die ich komme. Ich glaube nicht, dass wir sind hier in diesem Leben, um glücklich zu sein. Glücklichkeit ist ein Unfall, die passiert Moment, hier ja, und da. Ja. Ist ein Moment, wir sind hier zu leben, es ist ein Wald, den wir gehen durch. Und manchmal ist es sehr schön und es gibt die Arcobaleno, wie heißt das auf Deutsch? Regenbogen und Sonne und schön und dies. Und es ist wunderbar und manchmal ist es regnet und es ist schrecklich. Und wie ich denke, manchmal muss man durch so ein See von Mod, ich habe ein schlimmes Wort mit S-C-H, aber ich sage es nicht, weil viele Leute schauen uns, und du musst durch das schwimmen. Und plötzlich findest du, dass in diese schreckliche See gibt es diese Blumen, die sind unglaublich schön oder die sind wunderbar oder etwas anders, aber die gibt es nur da und das ist das Leben, dann du musst durchgehen. Natürlich, die Schwierigkeit ist, und das ist, was ich würde sagen, wie können wir bereit für Einsamkeit zu sein, weil wir reden über Politiker, ich bin sicher auch ein Politiker, nicht nur, wenn die nicht gewinnt, ein Politiker, die muss eine ganz schwierige Entscheidung machen, er ist allein, es ist so wie ein du kannst es sagen, du bist da vorne und du musst jetzt spielen. Jetzt gibt es nichts, aber du und was du kannst machen, vorne von Musik. Du bist allein. Und das ist eine allein,
eine Einschränkung kann, die kann, die kann, die kann sein, und kann ein Paradies sein. Du kannst, du kannst dich über das, aber wie cool das. Du kannst dich total öffnen, auf der Bühne allein, aber das nicht einsam. Du spielst für Menschen. Ihr müsst mir erzählen, weil was man kann in Einsamkeit machen, ist Deutsch lernen. Das habe ich nicht gemacht. Also, ich würde gerne mehr über diese, ja. Was ist, ich meine, vielleicht brauchen wir einen Etymolog. Allein und Einsamkeit, wie würdet ihr das, ich bin sicher, es ist schwierig. Nein, das ist gar nicht so schwierig. Ja, beide habt ein sehr dialektisches Gemüt, ganz eindeutig. Wenn du wissen willst, was einsam ist, dann geht einfach mal in ein Altersheim. Da sitzen keine zukünftigen Schriftsteller, sondern da sitzen 80 bis 90, manchmal sogar inzwischen immer mehr, 100-Jährige. Und die sind so allein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann gehst du rein und denkst nicht daran, daraus entsteht nun etwas Glückliches, sondern es ist Unglück pur. Und das ist in Deutschland wie in vielen, vielen anderen Ländern genauso. Und gegen diese Einsamkeit im Altersheim kommt man nicht an. Wenn du da bist und du bist einsam, da kommt dann vielleicht irgendjemand mal vorbei aus deiner Verwandtschaft, aber ansonsten bist du und das ist die, warum, die Wie und Warum. Das ist nicht etwas, die aber man gesucht. Das ist eine schreckliche Konsequenz und ein Fehler von unserer Gesellschaft. Ja, natürlich, aber das muss man eben, darum erwähne ich das ja nur, damit wir jetzt nicht im Lob der Einsamkeit stecken bleiben und sagen, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Ich will euch etwas erzählen aus, ist ja ein intimer Raum, auch was ganz intim ist. Meine Mutter, mein Vater war gefallen in Russland. Und 1989 hat man ihn gefunden. Bei Stalingrad, Wolgograd. Da haben Kinder mit einem Fußball, mit einem Schädel Fußball gespielt, der durch Frost irgendwie hochgekommen ist. Die Eltern haben das natürlich unterbunden, dann kam die Polizei, am Ende kam die Kriegsgräberfürsorge und die haben dann 10 flache Gräber gefunden von deutschen Soldaten, die alle ihre Hundemarke noch hatten. Und wie die Deutschen so sind, die Kriegsgräberfürsorge betreut über 120 10.000 von Toten. Gräbern in aller Welt, in 120 Nationen, interessanterweise. Also die Wehrmacht war überall. Und plötzlich kriegt meine Mutter, die selber schon im Sterben lag, im Krankenhaus, einen Brief. Es wurde ihr also freudig mitgeteilt, dass ihr Mann gefunden worden sei und jetzt umgebettet wird. Und sie sagte, als sie mir das erzählte, 50 Jahre Witwe und nun das. Sie war empört. Sie wollte, um es mal ganz einfach zu sagen, in ihrer Einsamkeit als einst hübsche junge Frau, die sie war, nicht gestört werden. Das war existenzielle Einsamkeit mit Störung durch eine deutsche Organisation namens Kriegsgräberfürsorge. Und um die Geschichte zu einem Abschluss zu bringen, etwas Romantisches. Ich besuche sie im Krankenhaus in Köln-Merheim und da ist ein Strauß mit 50 Rosen. Riesengroß, wirklich übertrieben. Und ich sage, was ist das? Von wem? Ja, das ist von Horst. Horst Mendershausen. Horst Mendershausen war ihr jüdischer Klassenkamerad in Köthen. Sie war das einzige Mädchen, die Abitur gemacht hat. Und der ist rechtzeitig davongekommen, seine Mutter nicht, und kam nach dem Krieg zurück und hat in Berlin mit die Währungsreform durchgezogen, ein Freund auch von Willy Brandt. Und ist dann zurückgegangen nach Amerika und kam öfter mal zu Besuch. Warum nun diese Blumen? Ja, wir haben uns voneinander verabschiedet, in einem einstündigen Telefonat. Und dann fiel mir plötzlich auf, dass sie nach dem Krieg öfter von Köthen nach Berlin gereist war und meine schreckliche Großmutter mich mit Prügelstrafen bedrohte, wenn ich, und auch sie ausführte, wenn ich Köthen sprach, statt Nein, Nee sagte. Dann starb sie. Und eine Woche später hat sich dieser Horst Mendershausen erschossen.
in Amerika. Also war mir plötzlich klar, die waren verliebt nach dem Krieg und waren ewig einsam, obwohl sie ein ganz normales Leben weiterführten. Und jetzt gibt es einen Stolperstein in Köthen seit einem Jahr für die Familie. Mhm. Und diese Geschichten sind für mich Beispiele für, sie war nie allein, 4 Kinder, aber eine lebenslang anhaltende Einsamkeit. Ja. Unter anderem, weil diese 4 Kinder es vermieden haben, dass ihre Verehrer sie heiraten. Das machen Kinder, können das sehr leicht machen. Das wissen einige unter ihnen vielleicht auch. Also in anderen Worten, Einsamkeit ist nicht immer fröhlich. Ja. Aber sie kann dann das ganze Leben anhalten. Es geht dann weiter, aber man ist einsam. Aber das ist richtig, dass Einsamkeit kann man empfinden, wenn man gerade nicht alleine ist, sondern mit vielen Kindern und wie viele Menschen und trotzdem total einsam. Und um diese Geschichte in ihrer Romantik dann noch abzukürzen, sie spielte sehr gut Klavier. Mhm. Und spielte natürlich immer nur Schubert und Chopin. Immer nur. Also das war schon sehr auffällig. Mit diesem Mozart gespielt hat teilweise. Ja, oder Mendelssohn. Mendelssohn. Wir sind doch in Mendelssohn. Naja, das Klavier blieb aber 53 in Köthen und danach hat sie nie wieder Klavier gespielt. Also in wenigen Worten, Einsamkeit hat viele Schattierungen. Ja. Aber das könnte auch der Name von unserer Rede, die viele Gesichter von Einsamkeit haben, weil es ist nicht, dass es muss eine oder der andere sein. Genau, das war nur so, wir fangen an mit diesem Thema, wir können diese Themen öffnen und weiterentwickeln. Ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, das ist sehr wichtig, auch zu sprechen über die Einsamkeit von jungen Menschen heutzutage. Und das ist wirklich etwas, was mich enorm besorgt. Ja. Also was die jungen Menschen, wie einsam die jungen Menschen sind. Ja. Das und mehr. Ja, natürlich, ja. Und deswegen... ja, aber das macht auch, dass die Leute kommen zusammen. Das ist eine falsche... Ich bin nicht jemand mit... diese Einsamkeit, die man denkt, ja, ist isoliert, aber dann auch, es macht auf für andere Beziehungen mit Jungen. Und ist nicht jemand, ich liebe die neue Technologie, das ist ich toll. Habe die meine, also, es ist nicht... Aber ich sehe mit meinen Kindern, wie die auch... nehmen diese neue Geräte, diese neue Technologie, um zusammen zu sein mit anderen. Ja. Und viel, über viele Themen, wie die sprechen über Sachen, die ich als 17 war, ich könnte nicht über die Sachen, die sprechen heute. Und diese Forumsdialoge, diese fast Symposiums, die die haben, einfach da im Raum und hören. Natürlich, es kommt immer noch einmal mit dem Wie, und warum? Ja, und diese Kinder sind besonders offensichtlich, weil ich sehe sehr viele Kinder... Das ist auch, weil das hat zu tun auch mit Education. Ja, ja. Und dann nicht jeder kann diese Möglichkeiten haben und dann plötzlich bist du in den Griff von etwas anders. Ja, das verstehe ich. Deswegen ist es viele Geschichte von dieselbe. Aber wir müssen auch nicht nur die ganz klar schlechte und gefährliche Seite von diese. Wir müssen auch über die Möglichkeiten sprechen. Es gibt Möglichkeiten, weil das ist alles, was wir sprechen, zum Beispiel, wie du sagst, diese Smartphones und so, Computer, das ist in Instrumenten. Auf Instrumenten kann man so oder so spielen. Man kann sie instrumentieren für etwas Gutes, aber dafür muss man ein bisschen gebildet sein. Mhm. Und diese Bildung, das ist sehr schwierig. Um gebildeter Mensch zu sein, wenn du ganze Informationen sofort hast, aber nur auf diesem ganz, ganz, ganz oberflächlichen Niveau. Und zurück zur Einsamkeit, was die verlieren, ist die Möglichkeit, die gute Einsamkeit zu finden. Ja. Weil es gibt immer eine Gesellschaft. Es gibt immer jemand, die spricht, es gibt immer. Und was ich meine mit der guten Solitude ist, was ich erlebt habe, wo in meiner Welt die Sachen waren nicht schön, aber in meinem Raum, wo ich als Kind die Tür schließte und dann habe ich in Literatur, in Musik, in mein Gehirn, in meine Fantasie eine Welt getroffen und gebaut, um glücklich zu sein. Und das heute ist schwierig, dass jemand diese Möglichkeit findet,
diese positive Einsamkeit mit alles, was wir haben. Weil man muss sie suchen und das ist alles so einfach, zu, sofort zu haben. Es ist natürlich, es ist, es, es verwöhnt einen und es ist schrecklich. Und, ich finde es, ich finde es aber interessant, dass wir, wenn wir über Künstler oder Philosophen oder Schriftsteller denken, denken wir in der Tat immer an Hieronymus im Gehäus, der Mann, der einsam sitzt und nachdenkt, oder wie Proust in seinem schallgedämpften Zimmer, die Tapeten waren aus Kork, damit er seine Ruhe hatte. Er war wirklich ein einsamer Mann, aber er schreibt über Salons die ganze Zeit, über Geselligkeit in Frankreich, dass man immer nur lachen kann und sich richtig geradezu sozialistisch fühlt, wie die in den Salons miteinander umgegangen sind, diese dekadenten Adligen. Aber er selber saß allein und war im Grunde genommen ungesellig. Und ist mir in, anlässlich jetzt hier in dieser Runde ist mir aufgefallen, wie beginnt denn eigentlich die Geschichte der Philosophie? Na, jedenfalls nicht mit einsamen Denkern, sondern Platon sind ja, es sind ja nur Gespräche, nur in Anführungszeichen, wunderbare Gespräche. Und diese, das hat sich dann auch in der, jedenfalls in der angelsächsischen Philosophiegeschichte fortgesetzt. Dort wird immer noch, auch heute noch, auch in Oxford, viel mehr über Philosophie debattiert als geschrieben. Und in der amerikanischen Verfassung, das gibt es den großen Unterschied zu dem, nicht Verfassung, Entschuldigung, in der Unabhängigkeitserklärung, gibt es einen großen Unterschied zu uns, gibt es, einen Aus, gibt es eine Aussage über Geselligkeit. Das findest du nicht im Grundgesetz. Aber diese Geselligkeit wird immer falsch interpretiert. Das heißt da, in einem Satz von Jefferson oder Adams, das wird noch debattiert, the pursuit of happiness ist der Grund, warum sie einen Staat gründen wollen. The pursuit, den Verfolg des Glücks. Alle Leute glauben, das handelt sich um die Möglichkeit, sich einen Sklaven zu kaufen, ja? Oder einen neuen Anzug. Oder jedenfalls, the pursuit of happiness ist aber überhaupt nicht mit, mit Konsum verbunden bei diesen hochgebildeten Revolutionären, sondern die hatten alle Aristoteles gelesen. Und da ist der Inbegriff von Glück, Eudaimonia, das Gespräch zwischen Philosophen. Genauer gesagt zwischen den Klugen, den Spudageleuers, den Weisen. Das heißt, das absolute Gegenteil von Einsamkeit und einsamem Denken steht an der Definition von Glück am Anfang der Philosophie. Also ein Mann wie Kant stelle ich mir als eigentlich, um da mal Camus zu zitieren, als einen unglücklichen Menschen vor, ungesellig, und sein bester Freund war sein Diener. Also in wenigen Worten, der hat Königsberg nie verlassen, weil er Angst hatte, auf irgendwo außerhalb der Stadt auf jemanden zu treffen, der genauso klug ist. Kann ja sein, aber jedenfalls ist er zu Hause geblieben. Er war allein die ganze Zeit. Und darum ist er auch so unleserlich. Aber man konnte den Uhr pünktlich haben mit Kant. Ja. Hey, dann könnte er immer pünktlich. Ja. Aber ich denke an Montaigne, der war in seine Tower, wie sagt man, Turm? Turm. Und er hat für 10 Jahre gedacht, das ist es. Und er hat geschrieben, alle die Sätze von den Philosophen. Und er ist, er hat die Essay erfunden. Und es ist wirklich eine, der, diese 3 Bücher sind die schönsten Sachen, die man kann lesen. Und dann plötzlich, in 10 Jahren, denkt er, das ist nicht richtig. Ich muss rausgehen. Und dann geht er ohne Ziel. Ohne Ziel. Und sagt, ich gehe raus. Ich muss das Welt, ich muss diese Welt treffen. Aber für 10 Jahre hat er dieses Leben von Ermitas. Er hat versucht, auch weg vom Leben zu gehen. Er konnte nicht, weil er sollte dabei sein. Und dann natürlich hat auch Geschichte hat ihn gefragt, zurückzukommen. Aber das ist, ich glaube, das ist ganz interessant, weil die 3 Bücher von Essays, wie sagen Essays auf Deutsch? Ja. Essays. Die 3 sind in 3 ganz verschiedenen Momenten des Lebens von Montaigne. Wenn ihr das Leben von Montaigne nicht kennt, das ist wirklich eine der tollsten Intellektuellen, die es gab, weil er versucht, niemand zu sagen, das Leben muss so sein. Er sagt einfach, ich sehe so, ich habe so erlebt, und manchmal sagt er, und das ist falsch, das war falsch da, und das ist kommt. Und da kommt von 3 ganz
klar Momenten in dem Leben von Montaigne, ein Moment von Ambition, wo er versucht, etwas zu erreichen, etwas zu, jemand zu sein. Dann kommt von diesem Moment von Einsamkeit in diese fantastische Tower. Wenn ihr nach Bordeaux geht, bitte geht zu diesem kleinen Chateau von Montaigne. Und es ist nicht einfach, da zu gehen und da zu sein. Ist einfach fantastisch, wo er hat diese Einsamkeit gefunden. Und dann plötzlich dieser dritte Teil im Leben, wo er geht raus und er wird dann auch eine ganz wichtige Teil von Geschichte. Alle diese Intellektuellen, Erasmus de Rotterdam, dann, aber auch Plato und Sokrates und Epikurio und Diogenes und alle diese Philosophen, die sollten einen Moment von Einsamkeit haben. Ich bin komplett d'accord. Die Philosophie ist ein Symposium. Die Philosophie war, die Leute sprechen, wir fragen und wir finden. Aber diese Große haben die Frage, die Antworten in sich so gesehen, erfunden, ja, in Momenten von Einsamkeit. Ich meine, es ist so mit Epikur, das wissen wir, es ist so mit Diogenes, es ist so mit vielen von diesen. Und dann, deswegen diese Balance, über diese Balance spreche ich. Eine Einsamkeit, ein Lob der Einsamkeit, meine Einsamkeit, die ich lobe, ist diese, die wir suchen, um das, was ich schon gesagt habe, und dann, um rauszugehen, um diese Welt, um dieses Leben zu umarmen und dann zu hören, so, das habe ich erfunden. Und dann, Sie sagen etwas, Sie sagen, naja, das habe ich mit mich selbst nicht geredet, ich muss zurück zum Einsamkeit gehen und denken. Aber jetzt gerade, dieses Gespräch, gib mir, okay, food for thought. Ja. Dann würde ich allein gehen, über das denken und meine Fragen noch einmal bestellen. Dafür braucht man Einsamkeit. Und ich glaube, diese allein, die dunkle allein, ist da, wo wir finden, dass es keine Möglichkeit mit den anderen diesen Dialog zu etablieren. Nur wenn wir eine Saint oder ein Ermitage, die wir versuchen, das zu. Aber wenn wir diese Möglichkeit nicht finden, wenn die Türen geschlossen sind, dann ist es ein bisschen in Dunkelheit. Das ist auch, finde ich, der eigentliche Begriff von Einsamkeit im Deutschen. Das ist viel profunder, glaube ich. Nicht überlegen, sondern tiefsinniger, wenn Sie so wollen, als Loneliness. Als das englische Loneliness. Einerseits. Andererseits gibt es dieses wirklich unsterblichen Song der Beatles, All These Lonely People. Ah, look at all those lonely people. Where do they all come from? Ja. Und dann wird Eleanor Rigby beerdigt und niemand ist dabei. Und der Priester wischt sich die Hände ab und geht. Eigentlich als für einen Popsong profund. Und ist es auch. Und darum beharre ich jetzt, wir wollen ja kein Streitgespräch mit Punktsiegen haben, beharre ich darauf, dass mich, vielleicht als typisch Deutschen, der Begriff der Einsamkeit eben wirklich nicht besetzt ist mit der Geburt von Kreativität, sondern eben etwas Abschließendes hat, etwas Schreckliches und Trauriges. Und darum werde ich eigentlich sagen, ich persönlich hatte Einsamkeitsgefühle, aber niemals so, dass sie zu Depressionen führen. Aber unendlich davon viele Menschen haben nicht Depressionen. Nein, das ist, und dann will ich Ihnen auch, das ist eigentlich so intim und so privat, aber wir reden ja wirklich unter uns, oder wie Reich Ranitzky sagen will, wir sind ja unter uns. Wir haben Millionen Zuschauer. Eigentlich Punkt 1, ja, sehe ich gerade. Ich habe ein merkwürdiges, das Analyze this, ein merkwürdiges Erlebnis vor einem halben Jahr gehabt. Ich hatte eine erste Liebe in meinem Leben, eine Schwedin, und wir sind immer im Kontakt geblieben, das ganze Leben lang. Und es war natürlich unglücklich, es endete unglücklich, auf eine komische Art und Weise. Ich besuchte sie in Stockholm 1962 mit dem Motorrad, eine interessante Fahrt, und sie sagt, herzlich willkommen, du kannst mir helfen beim Ausfüllen meiner Hochzeitseinladung. Also die Beziehung war danach stark gestört. Sie hat mich noch gefragt, welche Musik sie spielen lassen sollte. Ich habe ihr gesagt, die Wassermusik. Und so kam es auch. Aber dann haben wir uns wieder gesehen, immer wieder. Und diese Liebe blieb also meinerseits, aber wie ich muss gestehen, muss auch ihrerseits da. So,
Und nun stirbt sie vor einem halben Jahr. Ganz normal, sie ist 78 und am Krebs. Und das Gefühl, was dann einsetzte, das lässt mich nicht los und das geht vielen anderen auch so. Die Abwesenheit, dass du hast, kannst nicht mehr anrufen, nicht mehr e-mailen, sondern absolut weg. Das ist für mich gewissermaßen ein tiefes Echo des eigenen Todes. Da ist jemand nicht mehr da, unerreichbar. Und verdammt nochmal, da bist du wirklich allein. Obwohl du glücklich verheiratet bist und deine Frau abgöttisch liebst, was ich tue, Elena, als Zeuge. Ja. Aber diese plötzliche Abwesenheit eines Fixpunktes deines früheren Lebens, es gibt ja eine Idee von Einsamkeit. Ja, das ist die ja. Leute, das ist was, ich komme zurück zu diesem Gedicht. Da spricht sie über diese Leute, die verlassen uns. Ja. Unsere Freunde, ja. Unsere Geliebten. Aber sie ist glücklich in dieser Einsamkeit. Nein, sie sucht dieses Glück. Sie sucht, ja. Sie sagt, Einsamkeit, gib mir. Lass uns umarmen. Sie versucht, ob das gelingt. Aber das ist... aber nur wahrscheinlich, indem man sich intensiv gerade zu egomanisch Erinnerungen hingibt. Ich glaube, das ist auch, muss ich sagen, vielleicht einfacher für Frauen als für Männer. Allein zu sein. Ich kenne viele Männer, die das nicht können. Ich weiß nicht, weil ich ich kenne sehr viele Frauen, die damit sehr viel besser zurechtkommen als Männer. Aber wir sind allein. Wir werden nicht wissen, wie gerade diese ganz unglaubliche starke Gefühl. Ich denke gerade an Monteverdi, Orfeo. Tu sei da me partita, du bist von mir weggegangen und ich bleibe. Ed io rimango. Ja. Und die Musik ist so toll. Ed io rimango, no. Diese Desperation. Aber es ist genau das. Du bist weg und ich bin hier. Du bist diese. Aber wie jeder von uns diese Gefühle haben, niemand weiß. Wir reden über Gefühle. Wir haben eine Idee ungefähr, wie es sich fühlt. Und in diesem Sinne komme ich zu dem Gespräch, die verbindet uns besser als keine andere, und das ist Musik. Ich rede über Monteverdi. Wenn wir bei so einer Gefühle, Musik wird uns genau sagen, zu jeder von uns, wie das fühlt. Und dann haben wir die Illusion, dass wir alle verstehen, wo wir sind. Dass wir alle, dass genau wie sie fühlen, ich fühle, wenn mir diese Geschichte und du fühlst mit deiner Geschichte von deinem Papa und du fühlst und obwohl es ist nicht so, weil am Ende sind wir in diesem Leben allein und wir müssen lernen, allein zu sein, auch wenn wir mit den anderen sind. Und in diesem Sinne muss ich jetzt, ich glaube, unserem Publikum danken, dass sie da sind und wir verabschieden uns und hoffentlich auf bald. Und auch bald in diesem wunderschönen Salon für die nächste Runde. Ich hoffe, alles, alles Gute und danke, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke.